Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2, dem Singleplayer. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Er ist gerade erstaunlich sauber. Ist das mein Pferd? Ja. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich spiele jetzt mit Controller weiter, weil einfach ich das Gefühl hatte. Fremde Person, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, dass das mit der Tastatur noch nicht so. Okay, okay, ich sollte es vielleicht doch nicht mit Controller spielen. Ups. Ja. Okay. Kann man machen? Scheiße. Wie scheiße ist das denn? Ich wollte gerade sagen, ich spiele mit Controller weiter und wollte eigentlich. Ich habe einfach eine Taste gedrückt und auf einmal gibt der einen Schnellschuss ab. Oh, wie dumm ist das denn? Ich hasse mein Leben. Oh, fuck. Oh, da kann man auch. New Hanover. Kopfgeld. Die Gesetze verfolgen dich nicht mehr, aber deine Fälle sind nicht vergessen. Wenn du einen rot markierten von einem Gesetz entdeckst, wird die Fahndung wieder aufgenommen. Alles klar. Ist das denn jetzt rot markiert hier? Ja gut, die 5 Dollar können wir mal bezahlen. Sonst wird das Spiel sehr anstrengend. Oh. Es tut mir so leid. Wenn immer ich da gerade erschossen habe, der war einfach nur auf dem Weg zur Arbeit. Ich sollte vielleicht doch weiter mit Controller spielen. Quatsch, mit Maus. Okay, wir müssen an die aufpassen. Natürlich. Sure. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long, long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was, but they was wrong. War das da vorne, den ich gerade getötet habe, dein Freund? Nein, du bist dreckig. Na, lieber nicht. Get lost. I'm sorry, Mister. I'll see you again. I guess. Wieso rempelst du mich die ganze Zeit an? Okay, das war aber nicht der, den wir suchen. Hier muss irgendwo. Okay, da liegt die Leiche. Na eben. Alright, I'm through. I'm taking your stinking hide to a cold cell. Ja, wir wollen jetzt mal das Kopfgeld weghaben. Ich wusste natürlich, dass das. Außerdem haben wir gesehen, wie das. Was mal passieren kann, wenn man Kopfgeld hat. Kommt man nämlich in den Knast. Die 5 Dollar sind nicht schlimm. Zu einem späteren Zeitpunkt haben wir, nachdem wir irgendwie jemanden aus dem Gefängnis oder so befreien. Irgendwas war da. Da haben wir irgendwie übelst viel Kopfgeld. Das war ja der Moment, wo ich. Ist auch geil. 4 Dollar hat es noch gekostet. Okay. Ich suche trotzdem hier die Person. Bist du die Person, die ich suche? Morning to you. Morning to you. Wo ist denn die Person?
Ansonsten reiten wir woanders hin. Warte mal, da ist die Person. Warum hat es denn nicht schon eher aufgeploppt? Come on, sir. Try to remember. What really happened at Sylvia's Saloon back in 76? Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 18 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well... There's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some... Sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Hier ist some other Flophouse. Oder suchen Sie die Fotos, umdrehen. Und lesen. Mabel, die Grand Dame unter den Revolverhelden, die Dynamite-Witwe. Sechsmal verheiratet, all ihre Männer waren Spieler, Räuber, Gesetze, nie geschieden, trägt ihre Witwetracht. Einziges Überleben mit der Gesetzlose seit Raube, hohes privates Körper ausgesetzt, tot und lebend, letzt gesehen, Blue. Leute, mich fernungsgefährdet für einen einfachen Bio Blue Water Marsh. Okay. Okay, und dann müsste das jetzt ja auf der Minimap, genau. Nicht auf der Minimap, auf der. Okay. Und wo sind die anderen? Ist vielleicht irgendeiner davon in der. Warum geht mein I jetzt nicht mehr? Hallo! Hallo? Warum geht mein Inventar nicht mehr? Warum? Companion Kontakt. Kann sein, dass es nicht. Ist das mein Pferd? Warum geht meine. Haben wir das Pferd geklaut? Egal. Da steht doch mein Pferd. Aber warum geht der mein Inventar? Du kannst ja Pferd Anweisungen geben und fliegen. Warum funktioniert mein Pferd nicht? Mein Inventar nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Morning,
Egal, wir reiten mal zurück, ab nach Hause. Gucken mal, was die Jungs da so für Aufträge für uns haben. Und dann schauen wir mal, was wir so annehmen können. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Wir brauchen ja neue Waffen. Übrigens, danke, dass ihr das so fleißig guckt und auch kommentiert. Und auch wenn es immer nur ein paar sind, aber das ist echt, vielen, vielen Dank dafür. Das ist ein Mini-Ruckler. Ja, es ist leider, es hat leider technische Probleme, das Spiel. Die Umsetzung auf dem PC ist wohl nicht ganz so gut gelungen, wie man gehofft hat. Also, was man so bei Facebook etc. liest. Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt. Also, es ist aber so, geht wohl dahin, dass das Spiel ständig abstürzt und teilweise unspielbar ist, weil es nur im Ruckeln ist und so weiter. Ich habe ja nur diese kleinen Mini-Ruckler manchmal drin, wie ihr eben gesehen habt, aber ansonsten läuft das eigentlich ohne Probleme bei mir. Auf Ultra. Ja, mal schauen. Ja, jagen müssen wir ja auch. Wir müssen ja ein bisschen was fürs Lager abzweigen. Aber das machen wir besser mit dem Bogen. Wo reite ich eigentlich gerade hin, Leute? Könnte mir das mal einer sagen? Warum geht die Karte nicht auf? Okay, es scheint doch ein bisschen problematisch zu sein. Doch so ein, zwei kleine Problemchen zu haben. Ja. Weiß immer noch nicht, warum ich mein Inventar nicht. So, dann gucken wir mal, was hier so an Missionen ansteht. Ah, auf die Jagd gehen. You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, okay, dann machen wir das gleich. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Ich wollte aber... Okay. Well, I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. Der Schwarze ist schon echt schick. So, like you were saying before, you won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Alter, der ist auch ganz schön groß. Big feller. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that.
I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine's. Das ist nur dein Hauptpferd, das erscheint. Okay, cool. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. I remember now, just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. Alter, ist das Pferd riesig. Passed out so cold, we left him there. Came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. Lenny und Jenny. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Entschuldigung, ich musste erst mein Pferd beruhigen. Der war ein bisschen nervös. Moin. Moin, moin. Ich will den aber nicht verkaufen. Ich finde den toll. Bring das Pferd. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Verkauf oder bring es? Ja, komm, wir verkaufen es. $65. American. Ah, okay. Scheiße, wir brauchen $150. Italienisches Warmblut. Oh. Toll, jetzt kriege ich das Kleine. Mein Pferd. Pferdezubehör und Dienste, Ausrüstung. Oh, das ist so klein. Tut ja schon fast weh. Okay, man kann die auch verbessert kommen. Das müssen wir uns dann nochmal in Ruhe angucken. Satteltaschen. Verbesserte Satteltaschen, $40. Steigbügel. Hörner. Macht eigentlich gar keinen Unterschied, wenn man, also vielleicht der Sattel und der ist einfach nur Optik. Aussehen, Mähne. Pflegeleistung, Pferdepflegepaket.
Ja, wir werden den nicht lange behalten. Pferde, Vorräte, Apfel, rote Beete, Heu, Pfefferminz. Komm, komm mal hier. Warum kann ich nicht kaufen? Ja, irgendwas ist doch hier buggy. Warum kann ich das nicht kaufen? Eben konnte ich doch. Also irgendwas ist an dem Spiel gerade buggy. Alright, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Wir kommen wieder für den Holländer. Definitiv, $450. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Ja, weißt du das? Interesting choice. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. Hallo, warum will der denn zurück? Was ist denn mit dir verkehrt? Pferd? Let's go, girl. Let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So what's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run. Up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's a code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long. And you know it. Maybe. But please don't you put that to the test. I never would. Das Pferd ist so klein. Schleif mir fast meine Füße auf den Boden. Na gut, wir haben für den Schwarzen gut Geld bekommen. Also, das ist ein, ich glaube, wir haben 65 bekommen und haben 15 für den bezahlt. Ey, komm, ist okay. Aber Ziel ist tatsächlich, den Großen, den Niederländer zu bekommen. Okay, I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Ah, sieht schon beeindruckend aus. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. I should really be heading back over to Great Plains, see about Sean. It's bounty hunters who got him. Ja, die müssen wir noch befreien, genau. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but if he's alive, we gotta try. Of course. Den müssen wir ja noch befreien, das stimmt. Da war ja noch was. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you
Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Jage einen Hasen. Ich bin so der Killer. Okay. Eselhase. Verstauen. Kann ich beide verstauen? Verstauen. Ich kann beide verstauen. Ja, dann wird es doch ein schönes Abendessen. Das wird doch ein schönes Abendessen. Good job. All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Well, okay. Ah. You get a set up. Ah. Okay. Well, I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Herstellen, kochen. Okay, kochen. Das ist alles ein bisschen neu für mich. Es tut mir leid, vielleicht der eine oder andere hat es schon gespielt, kennt das alles schon. Aber ich muss mich da erstmal reinfinden. Drücke E zum Essen. No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Wir haben ja zwei Hasen. Gegenstand lagern. Wie können wir denn kochen? Ich habe doch nur zwei Hasen gemacht. Gegenstand lagern. Gibt ja noch mehr. Na gut, lassen wir dann mal. So, mit F zurück. Wie viel haben wir denn davon? Eins haben wir noch, okay. Ja komm, dann machen wir das noch. Wie gesagt, das haben wir dann im Inventar und das können wir, wenn es uns mal nicht gut geht, können wir das essen. Seht ihr, schon geht's nicht mehr. Okay, verlassen. Alright. Well, we better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. Drücke E, aus, wie lange du schlafen. Wie lange möchten wir denn schlafen? Morgen. 7 Stunden ist okay. Habe ich heute auch. Gut, meine Lieben, wir machen aber an der Stelle mal Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir doch in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben. Und wir machen uns dann morgen auf die Jagd nach den 1000 Pfundbären.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Likes und alles. Und ja. Bis morgen. Ciao. There you go.